Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer weiteren Begegnung der Euro 2020/21. Ukraine gegen Österreich heißt die Begegnung. Hier in Bukarest, laut Spielplan. Ja, für beide Mannschaften das letzte Spiel der Vorrunde. Und es geht hier um alles, in Anführungsstrichen, um den Gruppensieg. Der gewinnt, wird wahrscheinlich Erster werden. Und kann sich für die nächste Runde schon mal parat machen. Interessant wird werden, wer dann Zweiter wird. Aber jetzt die Hymnen. Los geht's hier. Für beide Mannschaften, wie gesagt, steht die eine jetzt auf dem Spiel. Denn beide können noch weiterkommen. In dieser Gruppe C, die sehr, sehr spannend ist. Jetzt die Aufstellungen. Wir spielen auf dem Level fortgeschritten. Wird also wieder interessant werden. Und wir spielen Österreich. Das hat uns los entschieden. Vor der Begegnung. Bin mal gespannt, ob ich da mithalten kann. Ja, der Gegner wird bei Fortgeschritten natürlich auch stärker. Deshalb bin ich mal gespannt, wie ich mich da schlagen werde. So, Österreich in den roten Trikots. Wie man es gewohnt ist, Ukraine in gelb. Und los geht's. So. Auf jeden Fall ist erst nicht mal hier in die totale Offensive reinlaufen, sondern ganz entspannt und kontrolliert, würde ich mal sagen. Ja, Vorsicht. Ja, super gemacht, Hinteregger. Und jetzt sollte der Ball mal nach vorne. Jetzt muss er warten, bis da die Leute mitkommen. Ja, super gemacht hier von Arnautovic. Der ist gut drauf. Arnautovic. Flanke. Ei. Da war keiner. So. Die Ukraine. Oh, da war der Pass fast wieder in die Spitze. Österreich hat ja 4 Punkte. Wir haben ja gegen Niederlande 2-2 gespielt. Hätte auch niemand gedacht. Die Ukraine haben 3 mit einem Sieg gegen Nordmazedonien. Ja. Und somit, ja, sind da schon die Chancen da. Kein Foul, super verteidigt hier. Nächster Angriff der Ukraine. Ja, kurz ein paar Spiele funktioniert bis jetzt. Sag ja, das ist nicht so einfach hier fortgeschritten. Souverän, klasse. Ulmer macht da mal schöne Verteidigung hier. Oh, jetzt wieder Aufbau der Österreicher. Ja, beim Flügel vielleicht oder so. Mal schauen. Nein, der Hinteregger versucht es da vorbeizukommen, aber ja, sofort wird da zugemacht. So. Ja. Sie kommen da nicht ran an den Ball. Jetzt vielleicht der Zugriff kommen. Nein, der kommt da durch. Am Flügel, Flanke kommt. Auf mit dem Ball, genau, sehr gut. Super gemacht, jetzt. Der Angriff hier, ey, schade.
kommen wieder schön durch hier. So. Jetzt mal. Jetzt ist keiner vorne mit dabei. Ich muss früher mal da alleine da was machen, aber schwierig. Schwierig. So, jetzt mit dem Flügel gleich mal. Aber die Österreicher stehen gut. Defensiv. Ja, jetzt wieder eine klasse Verteidigung von Zabitzer diesmal. Ja, jetzt in den Lauf geschickt von Arnautovic. Super gemacht. Jetzt muss er warten, bis er in der Mitte ist. Oh, Leute. So nicht. Weiter Ball nach vorne. Durch Alaba. Der da hinten mitspielt. Klasse. Jetzt dann wieder Arnautovic. Arnautovic. Ah, Leute. Abseits. Abseits. Knapp. Halbe Stunde gespielt. Wir warten immer noch auf die erste Torchance. Ja, beide Mannschaften wissen natürlich, es geht hier um einiges. Erster oder Zweiter. Man will natürlich hier nicht ins offene Messer laufen. Ja, Hinteregger. Klasse. Der macht ein gutes Spiel jetzt. Bis jetzt. Super. Durch Ulmer. Da ist keiner. Oh, was da schon? Passe wieder. Fast bestraft. So, jetzt schön raus. Hier auf dem Flügel. Leute, ihr müsst mir helfen. Alleine schaffe ich es nicht. Ja. Also, hilft niemand. Deswegen jetzt wieder die Ukrainer am Zug. Auf dem Flügel. Kein Foul. Weiter geht's. Alaba. Da raus. Ah! Kopfball! Da war die Chance. Aber Gott sei Dank über das Tor. So, weiter geht's. 5 Minuten noch bis zur Pause. Ah, Fehlpass Alaba. Weiter mal nach vorne. Ah! Gottes Willen. So, jetzt mal. Nächster Versuch hier. Von Ulmer. Na, der versucht da vorbeizukommen. Ne? Schafft's. Ah! Passt. Oh oh. Vorsicht. Vorsicht. Schuss. Halbzeit. 0-0. Ja. Wenn es so bleibe, Österreich dann mit 5 Punkten, Ukraine mit 4. Das könnte dann für beide reichen. Dann kommt es aufs Torverhältnis drauf an. Die Niederlande spielt auch noch mit. Um den Gruppensieg. Alle Leute! Oh, schon Wechsel hier. Ermolenko geht raus. Malos kommt rein, okay. Vorsicht. Ja, so denn. Oh, Leute. Fehlpass. Jetzt komm. Ja, die ist alles kontrolliert hier. Mal sehen. Zabitzer muss da ran. Komm, komm, komm. Oh, der Pass. In die Schnittstelle rein. Und dann, ja, wird's eng. Hier nochmal. Der Pass. Achtung. Da. Wunderbar rein. Und dann. Da hätte Bachmann keine Chance gehabt. Ja, ihr müsst aufpassen, ne?
Bitte. So. Österreich. Eine Riesenchance, die nächste Runde einzuziehen. Das wäre natürlich was. Schuss! Tor! Da ist der Tor! Arnautovic wird wahnsinnig. 1:0. Ja, hier. Wieder passen, abgewehrt und dann nochmal der Pass. Klasse. Und dann macht das souverän hier Arnautovic. Ja. Das lässt er sich nicht entgehen. Außeres Pass dann wunderbar mitgenommen hier. Wunderbar. Und dann mit links flach rein ins Eck. 1:0 und somit, ja, ein Riesenschritt nach vorne. Dann schauen wir mal, was die Österreicher da in Defensive jetzt machen. Die Ukraine wird natürlich jetzt ein bisschen mehr Druck machen. Vorsicht, Bachmann. Weiter Abwurf. Ah, Fehler. War schlecht. Und jetzt wieder Österreich hier. Wunderbar. Zieht er wunderbar vorbei. Österreich. Komm, komm. Ah, klasse. Ulmer. Flanke. Oh. Und der Autowitsch wieder. Die riesen Chance zum 2:0. Hier kommt er wunderbar vorbei. Und dann Flanke. Eigentlich ganz cool. Kopfball. Und dann Tor vorbei. So. 60 Minuten gespielt. Ja. Machen jetzt die Räume eng. Und ruhig. Genau, immer schön ruhig, ne? Weil sonst laufen wir in Gefahr hier irgendwie in Konter. Das wollen wir nicht. So, Österreich wieder mit Ulmer. 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 Der macht super da draußen. War klasse! Schuss! Ah! Verzweifel im Schuss war das eher. Nur macht ein klassischer Spieler. Aber der war jetzt nicht so zwingend. Ja. Weiter geht's. Nächster Versuch von der Ukraine da rauszukommen da hinten. Rechts. Vielleicht kommt sie vorbei. Geht keiner hin. Alaba muss jetzt mal ran. Hallo? Flanke kommt. Abgewehrt. Ecke. Es bleibt spannend. Kurze Ecke. Versucht da eine kurze Ecke zu spielen. Ach man, das jetzt schnell. Jetzt mal hier mit Dampf. Klasse. Wunderbar, jetzt mal ein Seitenwechsel kommen. Ja, super gemacht. Faul. Hat er nicht durch. Jetzt wieder interessant, Hinteregger. Er macht das gut. Oh Jesus. Haut das Ding mal raus. So, nächster Wechsel hier. Ja, Applaus, warum auch immer. Unnötig, weiter geht's. Aus mit dem Ding, genau.
So, jetzt der nächste Versuch vielleicht mal mit Arnautovic ganz alleine da. Bleibt er den Ball da vorne. Arnautovic, Arnautovic. Ja. Gegen alle funktioniert es halt nicht. 10 Minuten noch. Österreich vor einem ganz wichtigen Triumph hier. So, jetzt wieder Leimer. Bitte mit. Jetzt komm. Wird wieder hängen. Und jetzt wieder der Schlussmann. Wunderbar. Super gemacht, klasse! Eckball. Nächster Wechsel hier. So. Alaba tritt die Ecke. Oh! Ah! Der war einfach. 3-0. Sabitzer. Eine super Ecke hier. Dann im Lauf rein. Keine Chance für den Schlussmann. Und somit sind wir ganz sicher in der nächsten Runde. 1 oder 2, das ist die Frage. Das hängt davon ab, wie die Niederlande gegen Nordmazedonien spielt. Das könnt ihr übrigens über die Playlist anschauen. Rechts oben, nicht vergessen. So, wie alle anderen Spiele auch. Wir spielen hier jedes einzelne Spiel der EM. Nochmal, klasse. Jedes Spiel werden wir spielen. Hier nochmal der Versuch, aber Bachmann auf dem Posten. Schiedsrichter. Nochmal der Eckball hier. Nein. Vorsicht. Ja. Vorsicht. Ball. Das war's. Abseits. Nein, immer noch nicht. Ja, deutlich. Wegen mir kann es jetzt zu Ende sein. Eigentlich. Na, wechseln hier nochmal, aber das ist alles nur noch Makulatur. Aber das Ding vor. Ja, das war's. Österreich gewinnt 2-0 gegen die Ukraine und zieht in die nächste Runde ein. Ob 1 oder 2 in der Tabelle, das hängt wie gesagt vom Parallelspiel ab. Niederlande gegen Nordmazedonien. Ich bedanke mich. Jetzt kommen die Höhepunkte mit den Toren ohne Kommentare wie immer. Und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.